Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und wie schnell hat die Runde bitte schön geladen? Ich habe fast vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Das ging schnell. Ich weiß auch übrigens nicht, ob aktuell das MMR-System getestet wird. Wir werden das hinterher sehen, wenn das Spiel uns anzeigt, welche Ränge wir alle denn so waren. Und wenn das seltsam aussieht, das sind Totem, ey, das sieht man ja kaum, dann könnte es durchaus sein, dass gerade das MMR-System getestet wird. Also wir haben gerade den 10.8. Ihr kennt mich, ja? Ich nehme im Voraus auf. Gucken wir mal. Aber es hat extrem schnell geladen. Es gab auch gerade einen kleinen Bugfix. 58 MB groß, Download, ultra schnell, und das Verarbeiten hat wieder mal 20 Minuten gedauert. Was schon echt schnell ist. Wenn ich da an meinen Laptop zurückdenke, da hat die Verarbeitung locker mal... Oh, ist ein Uni. Locker mal 2 Stunden gedauert. Ich bin mit 20 Minuten schon echt gut bedient. Aber das ist wirklich anstrengend mit den DVD-Updates. Wir haben keinen Ruin. Es tut mir leid, Adam, dass ich hier vorne bei dir lang bin. Oh, hat er Tüftler? Moment mal. Hatte er gerade kurz keinen Heartbeat? Gott, Adam. Wir sind ultra schlechte Mates. Und der Killer ist auch... Ich glaube, der Oni ist nicht so gut, aber wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht auf der anderen Map-Hälfte die ganzen Gens machen. Weil wenn wir uns 3 Gen und er dann Wut hat. Oh, wir haben ein leuchtendes Totem, aber wir haben keinen Ruin. Dieser Hit, ne? Ich bin viel zu großen Bogen gelaufen. Und lauf hier gegen gegen irgendwelche Säcke. So, wenn die den Gen dort hinten anmachen, wir machen die ganzen Gens auf der anderen Webseite weg, Leute. Ihr müsst bitte aufpassen. Wir haben den Gen vor mir, wir haben den Gen im Silo. Da drüben, wo... Wo...
Er wollte mich. Drüben, wo Lee gejagt wird. Wir sind Jen. Warum will der jetzt tunneln? Keine Ahnung. Ah, das Wiegenlied haben wir hier. Na, dann können wir das auch wegmachen gleich. Ohne mit dem Wiegenlied. Ich meine, das Totem ist, also das Perk ist nicht schlecht. Es kann auch sein, er versteckt damit jetzt was. Also, vielleicht ist es auch der verteufelte Boden. Wiegenlied der Jägerin ist eigentlich kein schlechtes Perk, wenn die Survivor nicht gut sind. Soweit ich weiß, wird das Wiegenlied der Jägerin ja nur dann schlimmer, wenn Leute die Skillchecks verkacken. So, also, wir haben jetzt den Gen, den im Silo und den dritten weiß ich jetzt nicht. Da wird die Gens ablaufen. Schaffen wir das? So, ich bleib hier stehen, falls er Nöt hat. Wissen es die anderen, aber er hat kein Nöt. Ich habe nur Soundbugs. Hey, alles normal mit DBD. Ich glaube nicht, dass das MMR-System getestet wird. Weil es ist eine lila Lobby. Es ist normales Matchmaking. Ich habe nicht wirklich viele Punkte gemacht. Ich habe auch... Was habe ich gemacht, die Runde? Ich habe nicht einmal gerettet, oder? Nee. Ich habe nicht einmal gerettet. Ich habe nur Generatoren gemacht und wurde ein bisschen gejagt. Egal, ich bin raus. So. Ich danke euch fürs Zuschauen, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns sehr gern in der nächsten Folge Dead by Daylight wieder. Oder ihr guckt noch Twin Mirror. Vielleicht schaut ihr euch das Let's Play ja auch an. Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut, bleibt gesund und bye bye.